Wie sieht es mit der Armdrücke gegen Matteo aus? Auch das war ein Konzept, was ich mit Robert besprochen habe. Aktuell haben wir ja kein aktives Trainingsziel, außer Maintenance, Erhalt. Und es war eine Überlegung, ob ich Robert quasi frage, hey Robert, mein Trainer, was muss ich tun, um extrem sick im Armdrücken zu werden? Weil das ist ja auch viel technisch, dass man das dann natürlich nicht sagt. Ich bin ja nicht dumm. Na, ich bin ja sneaky böse. Und dann komme ich einfach random nach Hamburg und dann sagt so Matteo, ach, wir wollten übrigens noch einen Armdruck machen. Ach ja, ja, klar, können wir machen. Und dann, bam, breche ich ihm den Arm. Ja, das ist so der Grundplan.